5:30 Uhr am Morgen und ich stehe hier im wunderschönen Schöneiche bei Zossen. Und jetzt fragt man sich, was tue ich hier? Ich bin heute einen Tag bei Dennis Spangenberg am Hof und damit sage ich herzlich willkommen zur neuen Rubrik Ein Tag trainieren mit, heute mit Dennis. Hi Dennis. Mahlzeit Emma. Es ist 5.30 Uhr, ja? Es ist zu spät. Was steht an? Also, das Fütterungsprogramm hast du verpasst. Warum auch immer. Ich stand im Stau. Das ist eine gute Ausrede, das sagen sie alle. Okay, jetzt die Pferde, die frei haben heute, schmeißen wir jetzt raus auf die Koppel. Die anderen werden erst gefahren und fliegen danach auf die Koppel. Weil es ja heute ziemlich warm wird, müssen wir morgens fahren. Deswegen bin ich ja auch motiviert hier früh angetanzt. Nein. Dann? Ja. Wir legen los. Legen wir los. Kriegst einen Schlick, das kriegst ein Pferd. Super. Und go. Wen habe ich denn hier? Mit wem habe ich hier die Ehre? Guten Morgen. Da ich das Fütterungsprogramm um kurz vor 5 knapp verpasst hatte, startete der Tag für mich damit, die Pferde auf die Koppel zu bringen. Hört sich einfach an. Morgensport muss ich nach diesen paar Runden aber definitiv nicht mehr machen. Wie du siehst, haben wir die Bahn schon bewässert. Ja, ich wollte schon fragen, hat es geregnet? Punktuell auf diesem Streifen hier? Nein, es hat nicht geregnet. Wir bewässern sie jeden Abend. Aha. Und da muss ich jetzt noch einmal rüberschleppen und dann ist sie gerade und wir haben dann einen sehr schönen Ball zum Fahren. Cool, kann ich da mitkommen? Ich will auch Traktor fahren. Du willst Traktor fahren? Ja. Kannst du gerne machen. Als nächstes stand die Bahnpflege auf dem Programm. Ein sehr wichtiger Punkt. Schließlich muss der Untergrund für das Training optimal präpariert sein. Da Dennis wirklich mitten in der Nacht aufgestanden ist, um die Bahn zu bewässern, mussten wir jetzt nur noch ein paar Runden mit der Schleppe drehen. Haben wir die Bahn geschleppt. Jetzt sind wir eigentlich bereit, oder? Jetzt sind wir bereit zum Fahren. Dann anspannen. Anspannen, rausfahren. Wir fahren zu dritt. Und dann fahren wir so 2x3 Kilometer. Piano. Piano. Nachdem wir ca. 30 Minuten im Traktor unsere Runden gezogen hatten, stand nun das eigentliche Training an. Pferde anspannen, ab in den Sulki und los geht's. Wer sich nun fragt, was da an meinem Helm klebt, eine GoPro, die aber leider nur den Himmel gefilmt hat. Ja, an meinen Tape-Künsten arbeite ich noch. Zusammen mit Dennis und Jannis fuhr ich nun 2x3 Kilometer. Ein Training im mittleren Tempo, welches die Ausdauer der Pferde verbessern soll. So, das war jetzt die erste Trainingsgruppe. Die können wir abhaken. Ich hatte die Ehre, den schönen Pinaki zu fahren. Der ist erst 3 und der ist wirklich noch ein kleiner Junge im Köpfchen. Bin gespannt, wo seine Reise hingeht. Aber jetzt erstmal abspannen und dann ausspannen, heißt es ja ausspannen und dann abduschen. Jetzt konnte ich mich erst einmal wieder zurücklehnen. Das Training der jungen 2-jährigen Pferde übernahm Dennis zusammen mit Jannis. Beim Nachwuchs geht es in erster Linie darum, sie spielerisch an das Training und ihre Zukunft als Rennpferd zu gewöhnen. Zu seinen beiden Youngsters, Lola Vici und Rosalke, hat Dennis mir in der anschließenden Frühstückspause dann noch etwas mehr erzählt.
Ja, jetzt sind es mehr junge Pferde geworden. Ich hatte jetzt eine ganze Zeit lang immer so 20 und die meisten auch fast alle Startpferde. Jetzt ist so ein bisschen umgebaut worden, mehr oder weniger. Und da sind jetzt zwei zweijährige Pferde dabei. Zwei sehr talentierte, Lola Vici, die wahrscheinlich sehr frühzeitig am Start kommen wird. Vielleicht schon zweijährig, aber auch nur, wenn sie es hundertprozentig selbst möchte. Sie wird dazu nicht gezwungen. Dann eine Brioni-Tochter, Rosalka, die noch sehr überbaut ist. Sie wird sehr groß, also sie wird auf keinen Fall irgendwas für Ende zweijährig oder Anfang dreijährig. Sie kommt wahrscheinlich erst in die Mitte dreijährig, wenn überhaupt. Sag an, kann ich dir was helfen? Nein. Oh, der Futtermeister ist... Nein, eigentlich bin ich gar nicht der Futtermeister, sondern Susanne Löder. Aber sie hat sich gerade die Hand gebrochen und hat jetzt nur eine Hand zur Verfügung und damit macht es sich schwer, Säcke aufzureißen oder sonst irgendwas. Normalerweise bin ich nicht fürs Futter zuständig. Da wir ja wissen, dass Susi wahrscheinlich dieses Video schauen wird. Gute Besserung, Susi. Okay, also dann. Da die Futterzubereitung bei Dennis zurzeit Chefsache ist, konnte ich ihm gespannt über die Schulter schauen. Mittags gibt's an Trainingstagen für alle Pferde Mesh. Das ist gut für den Magen-Darm-Trakt und man kann problemlos Zusatzfuttermittel untermischen. Das sind unter anderem Elektrolyte, Leinöl oder Futterkohle. Am Ende noch etwas warmes Wasser drüber und fertig. Verrühren tue ich das mit meiner Hand. Es ist gerade ein bisschen umständlich, weil der Wasserboiler heute die Sicherung rausgeflogen ist und angeschmort ist. Deswegen muss ich hier in der Waschküche warmes Wasser. Während Dennis noch mit dem Futter beschäftigt war, holte Janis die Pferde schon mal von der Koppel. Gegessen wird schließlich nur im Stall. Wie man hier unschwer erkennen kann, die Pferde haben fertig ihren Mesh gefressen. Und jetzt pflegen wir, oder? Jetzt fangen wir mal ein bisschen an zu pflegen. Last but not least, das Pflegen. Während Dennis in der Duschbox die Beine kühlt, bestand meine Aufgabe darin, mit Janis die Beine der anderen Pferde zu pflegen. So, du bist ja jetzt hier schon fleißig am Werkeln. Was müssen wir jetzt hier noch machen? Genau, wir haben jetzt Mallory und generell putzen wir die Pferde natürlich über, dass sie ordentlich aussehen und verarzten die sogenannten Macken. Das sind zum Beispiel offene Stellen, offene Wunden, Trittwunden, die sie von der Koppel mitbringen und verarzten die Pferde natürlich, wenn sie dicke Beine haben. Und Mallory hatte ja auch einen Infekt und hatte dadurch nochmal wieder dicke und gefüllte Hinterbeine und deswegen wird er da gleich noch einbandagiert und generell achten wir, dass wir die Pferde gut unterstützen, auch wenn sie trockene Fesseln haben, damit sie keine Schmerzen haben, blendend aussehen und alles aus sich rausholen können. Nach über 8 Stunden bei Dennis auf dem Hof war ich fix und fertig und ehrlich gesagt sehr froh, als wir endlich alle zu fliegenden Pferde versorgt hatten. Wenn ich heute eins gelernt habe, dann, dass der Alltag eines Trainers alles andere als einfach ist. So, haben wir alle Pferde gepflegt? Ja, jetzt ist es auch Zeit. Jetzt ist es Zeit. Was steht jetzt noch an? Für mich beginnt jetzt nur noch die Abendfütterung und das Futter für morgen früh vorzubereiten, um vorzustellen, damit man da nicht so viel Stress hat. Aber damit hast du nichts zu tun, wie heute Morgen auch. Hey! Nein, okay, cool. Also auf jeden Fall mega danke, dass ich hier sein durfte. War ein cooler Tag und war cool, mal reinzuschauen bei dir. Schön, dass du da warst. Gerne wieder. Ja, freut mich. Überlege ich mir nochmal. Nein, also dann. Auf bald. Auf bald. Corona-Gruß. Ciao. Und auf geht's nach Haus. So, gefühlte 100 Stunden später stehe ich wieder an dieser Stelle hier in Schöneiche und kann sagen, der Tag ist fast vorbei, war eine coole Erfahrung und ja, das war ein Tag trainieren mit Dennis. Und wenn ihr mehr Bock habt auf diese Einblicke in die Trainingsalltäge,
der Fahrer und Trainer, dann schreibt es in die Kommentare. Und weil wir hier bei YouTube sind, lasst ein Abo da, gebt einen Daumen hoch. Und ja, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.